Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Predigtbox von MC Bomber. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Predig von MC Bomber, das Ganze aus dem Jahr 2016. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Es ist eine recht flache Box, dafür recht groß, also vom Format her so eine typische Vinylbox. Wir haben hier einmal oben rechts im Eck stehen MC Bomber in schwarz, in weiß und orange, also weiß und orange dann nochmal so größer und versetzt. Darunter lesen wir den Albumtitel Predigt und dann haben wir hier den Interpreten, der hier scheinbar gerade seinen Müll entsorgt. Wir haben da hinten die Mülltonnen und ich gehe mal stark davon aus, dass dieser Müllsack dann da hinten landen wird. Ja, also ein sehr schönes Cover, so eine klassische Alltagsszene. Auf der Seite ist das Ganze in schwarz. Wir haben dann hier das Logo von Proletik, dem Label, über das das Album erschienen ist. Rechts lesen wir wieder MC Bomber, oben lesen wir nichts und links dann nochmals MC Bomber. Auf der Rückseite haben wir MC Bomber, Predigt, Boxinhalt. Vinylalbum, CD-Album, Remix-CD, Instrumentals, A Cappellas, T-Shirt in der Größe L, Sticker, Poster, Textskizzen. Dann haben wir hier wieder Proletik, einen Barcode und die Beteiligten. Und dann schauen wir mal hinein. So, der Deckel von innen in schwarz. Machen wir mal zur Seite. Und dann kommen wir zum Inhalt. Wir haben hier einmal das Shirt in der Größe L. Dann haben wir das Album auf CD. Die A Cappellas zum Album. Die Instrumentals zum Album. Ein Poster. Die Textskizzen. Und als letzten Inhalt noch das Album auf Vinyl. Also, jede Menge Inhalt. Dann packen wir die Box mal wieder zusammen und machen die derweil zur Seite. Und nachdem hier diverse Sachen noch in Folie sind, werden wir hier mal starten. Also, wir haben hier einmal das Shirt. Und dann haben wir auch noch die Vinyl, die ebenfalls in Folie ist. Werden wir mal hier öffnen. So. Und dann kommen wir aber zuallererst, wie immer, zur Album-CD. Also, so sieht das Ganze aus. Wir haben hier das Cover ident wie auch auf dem Boxdeckel. Das Ganze kommt in einem regulären Jewel Case hier auf der Seite in schwarze Balken. Hier lesen wir nichts weiter. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Wir haben hier zwei CDs. Und zwar haben wir hier einmal das Album. Standard-CD lesen wir hier links in schwarz. Wir haben hier insgesamt, sie sind leider nicht durchnummeriert, aber wenn ich richtig informiert bin, 15 Tracks. Und wir haben hier vier Features. Wir haben nämlich Features von Tiger, Frauenarzt, MC Schacke, also Schacke One und Karate Andy, die vier Herrschaften Sims geworden. Und dann haben wir dann noch eine Remix-CD. Das dürften scheinbar auch nochmal 15 Tracks sein. Genau, also diese Album-Tracks eben in diversen Remix-Varianten. Alles klar. So, sieht das Ganze dann von unten aus. Barcode oben, Beteiligte unten. Dann schauen wir mal hinein. Als erstes kommen wir zum Booklet, das recht dick ist. So, MC Bomber Tag lesen wir hier. Dann haben wir MC Bomber hier mit einer schwarzen Jacke. Und dann kommen wir zum Artwork. Was lesen wir? Mach keine Wissenschaft draus. Wer willst du sein? Okay. Ja, also es sieht so ein bisschen aus wie abstrakte Kunst.
Die findet sich hier auf jeder Seite. Und scheinbar wurde hier, zum Beispiel zum Track Hackfressen, wurde dann zu jedem Track hier ein Bild gemalt. Sehr schön. Also, das ist auf jeden Fall künstlerisch sehr ansprechend und sehr wertvoll. Danke. Alle Artworks von MC Bomber. Ja, ist eine schöne Idee, finde ich ein gelungenes Booklet. Mir fehlen jetzt nur ein bisschen so die Infos, also die Credits zum Album. Aber wir haben ja auch noch eine Vinyl, eventuell finden wir die dann da noch vor. So, die CD in Silber gehalten, auch hier alles zugetaggt mit MC Bomber Tags. Und darüber lesen wir dann eben in Orange MC Bomber und Predigt. Und wir haben dann auch noch die zweite CD. Also wir haben auf der Rückseite, so sieht die dann aus, die Remix-CD. Bedeutet Remix-Versionen der Album-Tracks. Wie gesagt, haben wir auf der Rückseite schon zur Kenntnis genommen. Und hier ist das, was ich gesucht habe. Also wir haben hier die Credits. Nicht ganz so leicht zu lesen, aber ja doch, man kann es auf jeden Fall erkennen. So, genug davon. Wir packen die CD zur Seite. Dann haben wir zum Album die Instrumentals. Die kommen in einer Papphülle. So sieht das Cover aus. Also hier wieder Bomber mit diesem Müllsack, aber eben ohne den entsprechenden Hintergrund. Hier haben wir dann wieder die Tracks aufgelistet und das Ganze eben in der Instrumentalvariante. So sieht die CD aus. In Silber, Schwarz und Weiß. Und das Ganze, wie gesagt, in einer Papphülle. Und wir haben auch noch zusätzlich die A Cappellas zum Album. Auch hier wieder in einer Papphülle und hier entsprechend aufgelistet. So sieht dann die CD aus der A Cappellas. Auch die hier in Silber. Ui, was haben wir hier? Alles klar, also hier sind auch noch zwei Sticker reingerutscht. Okay. Jetzt muss ich noch mal ganz kurz schauen, ob die hier überhaupt angeführt waren. Ich bin jetzt gar nicht... Ja, oh ja doch. Lesen wir hier. Sticker. Okay. Ja, habe ich jetzt irgendwie gar nicht vermisst. Keine Ahnung. Die habe ich bei dem ganzen anderen Inhalt irgendwie vergessen. Zwei Sticker mit drauf. Einmal quadratisch, zweimal quadratisch. Einmal hier das Cover und einmal hier dieses MC Bomber vollgetagte Bild von ihm selbst mit Proletik-Krone. Und mit der ganzen Musik noch nicht genug, denn wir haben das Album auch noch in der Vinyl-Variante. Wir lesen hier oben Vinyl Edition Heavyweight Vinyl 180 Gramm plus Download Voucher. Also wir haben hier dann noch einen Download-Code dabei. Sehr schön. Wir holen das Ganze mal aus der Folie. Jawohl. Und so sieht das dann aus. Also das Cover ist ident wie auch das Albumcover der CD. Auf der Rückseite sieht das so aus. Also wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tracks auf der A-Seite. Und dann haben wir nochmal 7 Tracks auf der B-Seite. Die Credits, die Beteiligten darunter. Und hier dann wieder ein Barcode. Bedeutet, diese Vinyl dürfte es auch regulär geben und nicht nur in der Box, sondern auch einfach so. Und dann schauen wir mal kurz, ob... Jawohl, hier ist der. Der Album-Download-Code ist ja auch mit dabei. So sieht das aus. Also man hat dann hier diesen Gutscheincode und kann das entsprechend hier dann einlösen. Auf der Rückseite ist dieses Zettelchen glatt weiß. Und dann schauen wir uns mal die Vinyl an. Die kommt hier in einer weißen Papierhülle. Jawohl. Und auch die Vinyl, die wurde hier speziell eingefärbt. So sieht die aus. Eine Seite... Und die andere Seite, sehr schön, also keine klassische Standard-Vinyl in Schwarz, sondern man hat auch die hier entsprechend farblich abgewandelt. Gefällt mir gut. Dazu eben der Download-Code. Das ist hier dann in der Hülle drin. Also ich gehe mal stark davon aus, wenn ihr die so im Laden kauft, habt ihr natürlich auch dort dann die weiße Vinyl mit diesem Download-Code. Dann haben wir mit dabei ein T-Shirt. Das T-Shirt ist in weiß gehalten. Dann haben wir hier mittig im Brustbereich
nochmal das Cover von Predigt und dann diese drei MC Bomber Schriftzüge in Schwarz, Weiß und Orange quer drüber. Auf der Rückseite ist das Ganze nicht bedruckt, also glatt weiß. Und wir haben es bei diesem Shirt zu tun mit einem Gilden Softstyle in der Größe L, 100% Baumwolle und made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Wir packen das Shirt wieder zusammen. So. Und kommen zum nächsten Inhalt, beziehungsweise zu den nächsten Inhalten, denn es sind ja noch zwei. Wir haben hier einmal ein Poster. Das Poster sieht so aus. Also auch hier wieder moderne Kunst, wie wir sie aus dem Booklet kennen. Und auf der Rückseite haben wir dann nochmal einmal MC Bomber. Ja, sieht so ein bisschen nach Steinbruch oder so aus. Also hier hinten sehen wir auch noch irgendwie einen Bagger im Hintergrund. Und hier dann der grimmig aussehende MC Bomber. Also, das Poster beidseitig bedruckt. Einmal im Hochformat und bei dem hier bin ich mir nicht sicher, wie man das am besten aufhängt. Da kann man sich, glaube ich, aussuchen. Und wir haben dann tatsächlich auch noch Textschnipsel. Bedeutet, wir bekommen hier so einen kleinen Beutel, so einen Druckverschlussbeutel mit der, hier kann man sehen, mit der Politikkrone. Und dann haben wir hier in diesem Beutel Textschnipsel. Also das sind dann scheinbar von seinen originalen Textblättern, wenn ich es aufbekomme. Boah. Also der ist auf jeden Fall ziemlich streng zu, dieser Beutel. So, haben wir hier Textzeilen. Hier habe ich so ein Eck eines Zettels erwischt. Also hier lesen wir gefüllte Gläser und so weiter und so weiter. Also ich gehe mal davon aus, dass er hier wirklich alle seine Textblätter zerschnipselt hat und die dann hier zu 100% auf seine Boxen aufgeteilt hat. So, packen wir wieder zurück. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigten Textschnipsel in diesem Druckverschlussbeutel. Dann haben wir das Poster beidseitig bedruckt. Das Shirt in der Größe L. Das Album auf Vinyl, auf dieser weißen Vinyl. Dann haben wir die beiden Sticker. Einmal, wo ist der zweite? Gute Frage. Ah ja, hier ist er. Hat sich an die Vinyl dran geklebt. Die beiden Sticker quadratisch. Dann die A Cappella-Versionen des Albums. Die Instrumentals des Albums. Und das Album in der regulären CD-Variante plus Remix-CD. Und wenn man das Ganze jetzt mal zusammenfasst, also wir haben hier 15 Tracks auf der Vinyl, dann haben wir hier 15 A Cappellas, sind wir bei 30, 15 Instrumentals, 45, das Album nochmal auf CD, also wie die Vinyl, aber das wären dann eigentlich dann schon 60, plus nochmal 15 Remix-Tracks, also das ist echt gewaltig. Das habe ich, um ehrlich zu sein, noch niemals in einer Box vorgefunden, also was den Musikanteil betrifft, plus wir haben dann auch noch den Download-Code hier in der Vinyl-Variante, also das ist unfassbar. Ja, soweit zum Debütalbum von MC Bomber. Nach diversen EPs und Mixtapes war es das Debütalbum. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box. Predigt von MC Bomber. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr MC Bomber unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.